Es knistert im Pott wieder. Herzlich willkommen zum Vorbericht auf das Revierderby unseres VfL in Dortmund. Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum, also am morgigen Samstag um 3:30 im Dortmunder Westfalenstadion. Und richtig, ihr habt gehört, Revierderby, weder ein kleines noch ein großes für mich, denn das muss ich ehrlich gesagt relativ häufig jetzt auch ja in den Medien und in den sozialen Foren immer lesen, das kleine Revierderby. Da muss ich sagen, im Jahr 2022, was soll das eigentlich heißen, kleines Revierderby, ja? Für mich, um das klarzustellen, ein großes Revierderby ist für mich, oder generell ein großes Derby ist für mich eins, wo sich zwei Teams sportlich auf dem Platz auf Augenhöhe begegnen. Und jetzt gucken wir uns mal auch hier tief in die Augen und Butter bei die Fische. Wir wollen doch nicht ernsthaft mir jemand hier erzählen, dass im Jahr 2022 Schalke und Dortmund sich auf Augenhöhe auf dem Spielfeld duellieren, ja. Ich finde, das große Revierderby, ja, was es in der Tat vor einigen Jahren noch gegeben hat, ist spätestens mit dem Abstieg der Schalker, das ist tot, das ist nicht mehr existent, ja. Für mich gibt es im Pott nur noch Revierderbys, ja, wo in der Regel sowohl wir als auch die Schalker gegen übermächtige Dortmunder antreten und in 9 von 10 Fällen sowohl wir als auch die Schalker nichts anderes für Dortmund sind als Kanonenfutter, ja. Und im Normalfall geht da eigentlich gar nichts. Und wer auch das Revierderby gesehen hat, Dortmund gegen Schalke, wo sich die Dortmunder spät mit 1:0 durchgesetzt haben, wo Schalke einen Bus vor dem Tor geparkt hat und nicht einen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Also wer das nach wie vor als großes Revierderby bezeichnen will, herzlichen Glückwunsch, bitte sehr. Für mich ist es das nicht. Die sind aus den genannten Gründen, wie ich es gerade gesagt habe, gestorben, auf lange Sicht auch, ja. Denn es ist für mich nicht absehbar, wann sich in den kommenden Jahren eigentlich Schalke sowohl sportlich als auch wirtschaftlich wieder erholen sollte und einigermaßen auf, ja, das Level kommt, dass man dort auf sportlicher Augenhöhe sich begegnet. Deswegen, für mich alles Revierderbys also, so auch unsers. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Kommen wir also nach diesem kleinen Exkurs, ja. Was wollte ich unbedingt nochmal loswerden vor dem Derby hier? Zu unserem kommenden Gegner, also zu Borussia Dortmund. Allzu viel muss man zu Borussia Dortmund im Vorfeld eigentlich gar nicht sagen. Das ist ähnlich wie bei Bayern München. Alles soweit zugesagt. Eines der absoluten Top-Teams der Bundesliga hier bei uns in Deutschland, ja. Was wird es da morgen erwartet? Hier seht ihr halt wie gewohnt ein paar Fakten eingeblendet. Darüber hinaus haben sie jetzt auch unter der Woche noch die Champions League komplettiert, waren ja schon vorher qualifiziert. Ich habe gesehen, so in der Aufstellung, so ein bisschen haben sie rumrotiert. Paslak hat auf rechts unter anderem gespielt und ein paar andere dort, die sonst normalerweise nicht Stamm spielen würden. Also ich denke, die werden morgen mehr als nur frisch und erholt sein, kennen diese Doppel- und Dreifachbelastung ohnehin. Deswegen sollten wir uns da keine großen Hoffnungen machen. Ja, vorne ist Haaland zwar weg, aber trotzdem jeder gefährlich. Da ist das natürlich bei unserer Defensive, gerade bei unseren Auswärtsauftritten. Ja, graut mir da so ein bisschen vor, aber schauen wir mal. Jedes Spiel fängt wie immer bei Null an. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir da also morgen zu sehen bekommen. Ihr seht hier so ein bisschen die Statistik eingeblendet zu Borussia Dortmund. Alles in allem noch pro Dortmund, allerdings haben wir uns sicherlich über die Jahre und Jahrzehnte gar nicht mal so schlecht gegen Dortmund geschlagen. Das geht deutlich schlechter. Deswegen gucken wir mal, was es da morgen gibt. Lasst uns zur Aufstellung kommen, zu unserer. Die Pressekonferenz ist also längst abgehalten worden. Es ist zu entnehmen gewesen, dass Dominik Heinz ausfällt und nicht spielen wird können. Für ihn wird wohl Vasilios Lampropoulos in die erste Elf reinrücken. Das habe ich hier auch schon in meiner ersten Elf soweit berücksichtigt. Ja, Audits spielfähig, auf den Außen dürfte sich nicht viel ändern, im Tor alles klar soweit. Dann habe ich eine Änderung für mich vorgenommen. Lucia bleibt drin, ich habe aber Förster mal rausgenommen und habe mir gedacht, ich bringe mal den jungen Patty Osterhage rein. Ja, alter Dortmunder, dürfte sicherlich nochmal eine extra Motivation irgendwie geben, natürlich in Dortmund aufzulaufen. Und ja, wie gesagt, ich erhoffe mir auch so ein bisschen mehr defensive Stabilität als Tandem mit Lucia vor der Abwehr. Deswegen habe ich ihn jetzt hier beginnen lassen.
Ansonsten bleibt es hier soweit alles wie gehabt. Ich habe natürlich Gerrit Holtmann. Gerrit habe ich in die erste Elf reinrotieren lassen. Dafür muss Jordi weichen. Ja, Jimmy ist soweit wieder fit, hat gestern wohl erstmals wieder trainiert. Ich erwarte ihn schon in der Startelf. Möglicherweise ist es aber auch dann, dass Simon die Stelle von Jimmy einnehmen könnte auf rechts. Ja, wobei ich Zolli da jetzt nach wie vor nicht wirklich sehe, aber es wäre auf jeden Fall auch eine Option. Ja, vorne bleibt es wohl bei Philipp Hofmann, allzu viele Alternativen haben wir da nicht. Marcia Gambula wäre noch da, aber also weiß ich nicht, ich muss ihn jetzt nicht 90 Minuten sehen, aber eine Option wäre er. Lismus He ist im Kader wieder, ich denke nicht, dass er von Anfang an direkt eine Option sein wird, aber möglich, dass wir ihn also morgen sehen werden. Das sind so meine Aufstellungsgedanken, wie ihr seht, abgesehen von der Veränderung in der Abwehr habe ich jetzt zwei neue Spieler reinrotieren lassen. Andere Änderungen, Möglichkeiten sind sicherlich auch noch gegeben. Wie seht ihr das? Was sind eure Meinungen? Wie würdet ihr aufstellen? Wen würdet ihr rausrotieren lassen? Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel letzte Woche könnte man eigentlich die halbe Mannschaft ersetzen. Ja, und nach Möglichkeit bitte erneuern. Allerdings, so viele Alternativen sind es dann doch auch wiederum nicht. Deswegen denke ich, ist es so ein bisschen halt eingeschränkt. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Ansonsten, last but not least, die Erwartungshaltung. Wie eingangs gesagt, wir treten natürlich morgen in Dortmund im Derby an, sind der absolute Underdog. David gegen Goliath, das Duell, ja. In 9 von 10 Fällen gibt es da eigentlich für uns nichts zu holen. Ich fürchte, diesen einen Fall von 10, den haben wir im Mai vom halben Jahr bereits gehabt. Also ich erwarte da eigentlich nichts wirklich Positives. Natürlich hoffe ich immer, dass wir mindestens irgendwie einen Punkt holen, dass wir überraschen. Klar, da liegt die Hoffnung. Aber der Realismus ist natürlich irgendwo, zeigt dahin, dass es wahrscheinlich morgen da nicht so viel holen geben wird. Hoffentlich verlieren wir endlich mal mit Anstand auswärts, ohne Gesichtsverlust. Ich gehe und fest davon aus, und das erwarte ich auf jeden Fall, dass wir morgen definitiv ein anderes Gesicht unserer Mannschaft sehen werden, dass die Spieler ganz genau wissen, worum es da geht und dass die 90 Minuten dann auch auf Augenhöhe zumindest laufen, kämpfen werden, ja, und alles aus sich raushauen und nicht wie zuletzt in Wolfsburg 8 Kilometer weniger unterwegs sind. Das ist das, was ich auf jeden Fall erwarte. Egal wie es steht, ja, egal wie wir irgendwie zurückliegen sollten, dass wir hier mit inklusive 90 Minuten plus Nachspielzeit alles raushauen, alles geben, dass man hinterher sagen kann, mehr war einfach nicht drin, ja, es ist nun mal wie es ist und damit kann man dann leben. Also wie gesagt, ich sehe das Spiel morgen auch dem Spiel relativ entspannt entgegen, denn mir ist eigentlich klar, selbst wenn es bei uns gut laufen würde, wenn alles tippitoppi wäre, ja, muss man da einfach mit einer Niederlage rechnen. Das sind nicht die Spiele in einer Saison, wo du zwingend vorher hinfährst und sagst, hier müssen wir jetzt die Punkte holen. Ja, das sind ganz andere Spiele. Aber wie gesagt, Überraschungen, und das ist das Schöne im Fußball, können immer mal wieder passieren. Und das hoffe ich natürlich. Ich bin morgen vor Ort im Stadion, ja, im Gäste-Fanblock. Also möglicherweise sehe ich den einen oder anderen dort von euch. Und ja, nach dem Spiel dann die Couch-Analyse wie gewohnt und dann gucken wir einfach mal, wie das Spiel ausgegangen ist und wie wir dieses Spiel dann zu bewerten haben. Wer also mag, Sepp morgen nach dem Spiel wie gewohnt hier rein und dann zerpflücken wir das Ganze einmal in die Einzelteile. Also, bis dahin, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Schönen Wochenendstart euch und wir hören uns dann morgen. Also, tschüss!